So, da wären wir wieder. Wir haben jetzt sechs Zwerge, die nichts zu tun haben. Nur unser Tischler ist fleißig am Fässer, Kisten und Betten basteln. Was könnten wir denn jetzt noch gebrauchen? Wir könnten unsere Festung erstmal weiter ausbauen. Also noch haben wir zwar Platz, aber wir brauchen später viel, 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 viel mehr Platz. Und wir sollten langsam wirklich uns dran machen, Farmen aufzubauen. Denn wir haben zwar schon ein paar Pflanzen gesammelt und wir produzieren auch gerade ein paar Fässer. Das heißt, den ersten Alkohol werden wir brauen können. Aber über den ersten Winter hinwegkommen ist dann schon eine andere Sache. Das heißt, wir gehen mal eine Ebene nach oben. Noch eine nach oben, noch eine nach oben, noch eine nach oben. Das ist sehr schön. Wir haben eins, zwei, drei Ebenen über uns, wo wir noch bauen können. Das heißt, ich drücke jetzt mal D für Designate und dann baue ich ein I. Das sind Up and Down Stairways. Das sind Treppen. Treppen bauen ist recht kompliziert. Also eigentlich nicht, wenn man dann irgendwann wirklich raus hat, wie es funktioniert, aber man kann da recht viele Fehler machen. Wir designieren jetzt erstmal diese Stelle hier als Hoch- und Runtertreppe. Das heißt, auf diesem Feld kann man nach oben und nach unten gehen. Damit man aber nach oben und unten gehen kann, muss man eine Ebene darüber und darunter halt auch Treppen bauen. Hier in dem Fall müssten wir jetzt drei Treppen nach unten bauen oder halt drei weitere von diesen Up and Down Stairways. Das machen wir mal. Ich gehe mal wieder eine Ebene runter, um zu gucken, ob das übereinander ist. Ja, ist es. So, jetzt noch eine Ebene höher, wieder drei Stück, noch eine Ebene höher, wieder drei Stück, noch eine Ebene höher. Ups, wir sind oben. Hier will ich jetzt auf keinen Fall Treppen bauen, weil dann könnten die Goblins einfach von oben in unsere Festung eindringen. Also gehe ich wieder eine Ebene runter und mache aus diesen Up and Down Stairways einfach nur Down Stairways. Das wäre hier Downward Stairway mit J. Drücke ich J, drücke ich Enter, ziehe ich rüber und schon sieht man hier diese Treppen nach unten. Das heißt, von hier aus kann man nur nach unten gehen. Von hier aus nach oben und unten, oben und unten, oben und unten. Und hier baue ich auch schon mal eine. So. Oben und unten. Damit haben jetzt unsere beiden Miner ganz kurz was zu tun, aber auch nur wirklich kurz. Das heißt, ich baue hier schon mal etwas für sie zu tun. Das heißt, ich drücke nochmal D für Mining und mache hier wieder so ein großes Feld, genau wie hier unten, dass das übereinander ist, weil ich halt immer ganz gerne Türme baue, die dann auch alle gleich groß sind und so weiter. Also die Ebenen sind alle gleich groß. Das ist quasi so ein Turm in das Gebirge reingehauen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass die ganze Schicht hier alles aus diesem roten Lehm besteht, damit wir auf dieser Etage auch schön unsere Farmen bauen können. Denn Farmen kann man, wie gesagt, ja nur auf Sand, Muttererde, Lehm und noch irgendetwas bauen. Das sind halt meistens die oberen Erdschichten. So, damit haben jetzt unsere Miner schön was zu tun. Unser Tischler auch. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, ja, die beiden Küchengehilfen, wollte ich schon sagen, also unser Koch und unser Braumeister. Dann bauen wir den beiden mal jeweils was zu tun. Wir drücken wieder B, wir drücken W für Workshops. Da bauen wir einen Butcher-Shop. Und ich habe jetzt wieder mit Plus Minus hier runtergescrollt und wähle mit Enter den Butcher-Shop aus. Den bauen wir mal hier hin. Bauen wir aus Cedar-Logs, das ist okay. Dann bauen wir direkt daneben einen Tanner-Shop. Tanner ist jemand, der aus Rohhäuten Leder macht oder Pergament, also in Real-Life-Pergament. Ich glaube, in-game kann man noch kein Pergament herstellen. Das heißt, drücken wir wieder Enter und bauen den Tanner-Shop da drüber. Aus Mahagoni-Holz? Nein. Nehmen wir Pinier. So. Das heißt, wir haben jetzt einen Butcher-Shop hier, der gebaut wird, und einen Tanner-Shop da. Denn wenn man im Butcher-Shop ein Tier schlachtet, kommt da jede Menge raus. Daraus kommt Fleisch, daraus kommt Fett. Das Fett muss man noch weiterverarbeiten. Dann kommt raus, also nochmal, Fleisch, Fett, Häute, die dann direkt im Tanner-Shop automatisch gegerbt werden. Dann kommen Schädel bei raus, Knochen, Hörner, Haare und lauter andere eklige Bestandteile von so einem Viech, die man dann auch weiterverarbeiten kann. Also man kann fast alles weiterverarbeiten. Also aus den Knochen kann man dann Bolzen machen oder irgendwelche Schmuckstücke. Und aus den Knochen kann man auch Bolzen machen. Ja, ich bin recht auf Bolzen fixiert, denn bei der einen Version von Dwarf Fortress, D20,
Da hatte ich mich mal in einem Berg verbarrikadiert und ich hatte kaum noch Ressourcen. Und dann kamen immer Elfeninvasionen. Also ganz, ganz viele Elfen, die sauer waren, weil ich zu viel Holz gehackt hatte. Die habe ich dann umgebracht und aus deren Knochen habe ich den Bolzen gemacht. Und mit diesen Bolzen habe ich dann die nächste Elfeninvasion niedergeschlagen und so weiter. Also ja, ich bin ein wenig auf Bolzen fixiert. Andere Sachen, die Hörner zum Beispiel von den Tieren kann man auch weiterverarbeiten zu Kunstobjekten, die man dann vertauschen kann. Und man kann die Knochen auch zu Mehl verarbeiten. Man kann die Knochen benutzen, um mit Hilfe von einem Nekromanten Zombies zu erschaffen. Aus dem Fleisch natürlich kann man dann Essen machen. Und alles sowas, also fast alles wird hier weiterverarbeitet und kann in irgendeiner Form gebraucht werden. So, das ist jetzt schon mal der Butchershop und der Tannershop. Damit hat keiner von den beiden wirklich direkt zu tun, aber ich denke mal, beide werden den Job bekommen. Denn den Skill Butcher und Tanning, die sorgen nicht dafür, dass die Sachen eine bessere Qualität haben, sondern es sorgt nur dafür, dass es ein bisschen schneller geht. Das heißt, der Skill ist nicht ganz so wichtig. Den Skill können auch ruhig mehrere haben. So, das heißt, wir brauchen immer noch die Brauerei. Wo ist die Still? Da ist die Still. Still ist die Distille. Daher kommt der Name auch von uns. Also die Engländer haben das von uns geklaut. Glaube ich zumindest. Das heißt, wir bauen hier jetzt unsere Distille hin. Den bauen wir nicht aus Fungiwood, denn Fungiwood ist das gelbe Holz. Das will ich nicht haben. Das bauen wir aus Zedernholz. Und wir bauen unsere Küche fast direkt daneben. So, die bauen wir auch aus Zedernholz. Und jetzt haben die beiden Essensmeister auch was zu tun. Das soll uns auch erstmal reichen. Escape, Escape und Leertaste. Wir sehen schon, wie sie alle losflitzen, das Holz sammeln und die ganzen Sachen aufbauen. So soll das sein. Oh, wir haben eine neue Erzsorte gefunden. Was ist Saat? Also wir haben jetzt hier drei Meldungen. You have struck Jet, you have struck Kaolonit und Saat. Also Jet ist, glaube ich, ein Stein, ein Edelstein. Kaolonit ist ein richtiges Gestein und Saat weiß ich nicht. Deswegen drücken wir einfach mal Z und zoomen dahin. Rough Hoon Saat Cluster. Ja, das sieht auch aus wie ein Gestein. Nein, das ist ein Edelstein. Seht ihr das Symbol da? Das ist so ein ganz kleiner Edelstein in Rot. Den können wir dann auch abbauen. So, ich gehe mal eine Etage höher und höher und höher. Da ist noch gar keiner. Die haben sich erst nach unten gebuddelt. Na gut. Aber gut zu wissen, dass wir direkt unter uns schon Gestein haben. Dann müssen wir das ganze schöne Holz nicht benutzen, um unsere Workshops zu bauen. Aber die Miner sind erstmal eine Weile beschäftigt. So, wir haben 5 Eidler. Das kann ja gar nicht sein. Ah, unsere Küchenarbeiter haben die Workshops fertig gebaut, aber nicht den Butchershop und nicht den Tanner, weil sie die Aufgabe halt einfach nicht haben. Heißt, wir drücken jetzt V, gehen über Liberty Denied, gehen auf Preferences mit P, gehen dann auf Farming und Related und da wählen wir Butchery und Tanning noch aus. Noch irgendwas, was interessant wäre? Nicht kochen. Nö, der Rest ist egal. Also die anderen Skills hier wären zum Beispiel Milch von Tieren abzapfen, die Wolle scheren, Wolle zu Garn weiterverarbeiten und so weiter. Das brauchen wir alles gar nicht. So, Escape. Jetzt gehen wir mit dem Cursor über den nächsten. Das wäre EV und LP. Da gehen wir auch wieder auf Farming und Related. Enter, Tanning, Butchery. Und auch bei ihm sonst nichts anderes. Denn er ist ja unser Koch. Liberty Denied ist unser Braumeister. Wir wollen jetzt nicht, dass die beide denselben Job machen. Denn wir wollen ja die Skills möglichst hoch bei einem Zwergen haben. Also Escape, Escape, Leertaste. Und jetzt müssten die eigentlich losflitzen und hier den Butchershop bauen. Aber sie flitzen nicht los. Ah, doch, da. Haben sich jeweils ein Holz geschnappt. Und tada. Da ist der Tannershop fertig und da ist der Butchershop fertig. Gut, gut. Gucken wir mal ganz kurz zu unserem Schreinermeister. Der hat schon ein paar Aufträge abgearbeitet. Also es waren ja am Anfang 3 Barrels, die er bauen sollte. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 2 leere Fässer. Die wollen wir nochmal voll machen. Also drücken wir Q, gehen über unsere Distille, drücken A für neue Aufgabe und drücken B für neuen Trank brauen, wollte ich schon sagen, also neuen Alkohol brauen. Und hier können wir ruhig R drücken.
denn wir haben eh begrenzte Ressourcen. Wir haben nur ein paar leere Fässer und nur ein paar Beeren. Das heißt, er kann das ruhig so lange machen, bis keine Ressourcen mehr da sind. Sobald keine Ressourcen mehr da sind, wird auch der ganze Auftrag gelöscht. Also es ist nicht so, dass er automatisch wieder anfängt zu brauen, sobald wir neue Fässer haben. Den Auftrag muss man dann neu geben. So, was haben wir hier noch? Die Küche. In der Küche können wir auch schon mal einen neuen Auftrag geben. Da drücken wir A und vorbereiten von einem leckeren Essen. Es gibt ein einfaches Essen und fein ist halt ein etwas edleres Essen. Das heißt eigentlich nicht unbedingt, dass es wirklich edler ist. Das heißt einfach nur, es werden mehr Zutaten benutzt. Wenn man easy macht, dann wird einfach eine Ressource genommen, als Apfel Hasenfleisch, und daraus wird Essen gemacht. Wenn man fein nimmt, dann werden schon zwei Gegenstände genommen und daraus wird ein Essen gemacht. Also Hasenfleisch und, keine Ahnung, irgendein leckerer Wein. Das wird dann zusammengemischt und da kommt dann eine andere Mahlzeit raus. Die hält länger, weil es einfach mehr ist und deckt auch zwei Nahrungsmittel ab. Und die Zwerge haben hier bestimmte Vorlieben. Und wenn man jetzt eine Mahlzeit hat, wo meinetwegen fünf Nahrungsmittel drin sind, dann ist die Chance recht hoch, dass eine von den Vorlieben abgedeckt wird. Allgemein ist es auch recht platzsparend, wenn man später nur Lavish Meals macht. Denn ein Lavish Meal ist so groß, dass es mehr Hunger stillt als ein ganzes Fass voll anderem Essen. Also normalerweise macht man irgendwas zu essen, das wird ins Fass gesteckt und ein Fass nimmt einen Platz im Stockpile weg. Wenn man jetzt aber ein Lavish Meal macht, dann nimmt das ganze Essen an sich den ganzen Platz hier in Anspruch. Ein Fass passt da gar nicht rein oder das Essen passt gar nicht in den Fass rein, aber es ist mehr, als wenn man ein ganzes volles Fass hätte. Das sieht dann zwar ein bisschen komisch aus, wenn das ganze Essen so direkt auf dem Boden liegt, aber es wird nicht schlecht. Solange es in einem Stockpile ist, wird es nicht schlecht. Wenn es so auf dem Boden rumliegt oder in dem Workshop bleibt, dann kann es schlecht werden. Und wenn Essen schlecht wird, passiert eine Menge Negatives. Also zum einen ist das ein negativer Gedanke beim Zwerg, zum anderen kann Miasma entstehen. Das ist so eine rosa Wolke, die breitet sich dann in der ganzen Festung aus und verbreitet bei jedem Zwerg, den es berührt, in Anführungszeichen, ebenfalls schlechte Gedanken. Außerdem kann es auch Krankheiten verursachen. Und es führt dazu, dass Ungeziefer angezogen wird. Also noch haben wir hier nicht wirklich viel Ungeziefer. Da haben wir, glaube ich, schon eine erste Maus. Das kann später noch echt übel werden. Also muss dann entweder Katzen sich besorgen, was zu wesentlich weiteren Problemen führen kann. Ihr könnt hier mal Catplosion googeln oder bei YouTube eingeben. Das ist echt übel teilweise. Also Katzen kann man nehmen, um die Viecher loszuwerden, oder muss Fallen aufstellen. Aber das gucken wir dann uns an, wenn es soweit ist. Noch haben wir kein wirkliches Problem. Also wir waren gerade dabei, das Essen zu machen. Wir haben jetzt hier ein Fine Meal ausgewählt. Ich drücke Enter, ich drücke R, um das zu wiederholen. Denn auch da haben wir nur begrenzte Ressourcen. Wir haben nicht besonders viel Fleisch mehr über, denke ich mal. Denn unsere Zwerge haben zwischendurch ja immer davon genascht. Das heißt, wir schauen einfach, wie weit wir damit kommen. So, Escape und Leertaste. Sind jetzt noch so viele unbeschäftigt? Vier Stück. Oh, da wurde gemeckert. Ich drücke mal A. Liberty Denied sagt, ich kann nichts brauen, ich brauche Gegenstände, die ich destillieren kann. Also Früchte. Das kommt jetzt unerwartet. Ich drücke mal ganz kurz Z, gehe jetzt mit der Pfeiltaste nach rechts auf Kitchen, drücke Enter. Und hier sehen wir jetzt, was wir zu essen haben. Wir wissen zwar nicht, wie viel wir davon haben, aber wir sehen wenigstens, was wir haben. Und hier steht Kochen und hier normalerweise Brewen, also Brauen. Nur können wir die ganzen Sachen nicht brauen. Wir haben wirklich nichts mehr, was man verbrauen könnte. Anscheinend haben die ganzen Zwerge die Früchte, die wir eingesammelt haben, schon aufgegessen, anstatt sie zu benutzen zum Kochen. Was natürlich ärgerlich ist. Aber na gut. Wir können hier trotzdem mal durchscrollen. Also wir sehen jetzt hier die ganzen Sachen, die wir haben, die ganzen Nahrungsmittel. Und wir können jetzt auswählen, ob wir die zum Kochen benutzen wollen oder nicht. Zum Beispiel bei den ganzen Samen ist automatisch eingestellt rot. Also nein, die sollen nicht zum Kochen benutzt werden, was auch sehr wichtig ist. Denn wenn wir unsere Samen benutzen, um daraus was zu essen zu kochen, dann können wir keine Pflanzen mehr anbauen. Ähnlich ist es bei dem Alkohol. Wir müssen jetzt abschätzen, wollen wir Alkohol benutzen, um ihn zu trinken, oder wollen wir ihn direkt zum Kochen benutzen. Das heißt, wenn man nachher ganz viel Alkohol hat, kann man ruhig sagen, okay, das verfeuern wir in Anführungszeichen und haben dadurch dann wieder mehr Nahrung. Aber jetzt am Anfang haben wir, glaube ich, eher Probleme mit Flüssigkeit, anstatt mit Essen. Also drücken wir jetzt C, scrollen runter, drücken auch C und dann sagen wir damit dem Koch, du darfst jetzt kein Alkohol, also die beiden darfst du nicht benutzen, um daraus was zu essen zu machen. Du darfst nur das Hasenfleisch benutzen und die Flussschildkröte. So. Escape.
Escape. Fertig. Und wir haben jetzt immer noch drei Leute, die nichts zu tun haben. Ja, okay. 2, 1. Das sieht schon besser aus. Aber das kommt nur daher, dass die Zwerge zwischendurch hierhin flitzen und dahin flitzen und dann die Sachen abholen, die gerade produziert wurden. Also die sind nicht wirklich vollkommen ausgelastet. Das können wir ja nicht haben. Also drücken wir jetzt D für Designate. Wir drücken P für Gather Plans. Und wählen jetzt hier draußen mal einen neuen Bereich aus, in dem unsere Zwerge ein paar Pflanzen sammeln, die wir dann hoffentlich auch destillieren können. So. Und schauen wir mal ganz kurz nach oben, ob da jetzt schon weitergebuddelt wurde. Und ja, sehr schön. Es scheint alles aus Feuerlehm zu bestehen, die Ebene hier. Das heißt, wir können auch gleich anfangen, unsere erste Farm zu bauen. Denn ergibt sich das Problem mit den destillierbaren Sachen. Denn wir bauen dann eine Farm, wo wir die Plump Hamel Spawns aufbauen. Wir bauen eine Farm für die Sweet Pots, eine Farm für den Cave Weed. Und je nachdem, welche Jahreszeit denn gerade ist, wächst das eine oder das andere. Wobei die Plump Hamel Spawns das ganze Jahr über wachsen, was schon mal recht praktisch für uns ist. So, hier haben wir jetzt schon Platz. Das heißt, wir drücken B. Wir drücken P. Das ist ein Farmplot. Und den können wir jetzt nicht so ziehen, wie es bei anderen Sachen der Fall war bisher. Hier müssen wir jetzt M, U, K und H benutzen. Ah, das ist quasi W, A, S, D, nur ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Ich drücke mal K, dadurch mache ich jetzt weiter nach rechts. Zack, 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 zack. So, 5 Felder und ich drücke U, nochmal 3 Felder und bapp das jetzt hier in die Ecke. Das sind dann 15 Felder, wo ich irgendwas anbauen kann. Das soll vorerst reichen. Das blinkt jetzt, heißt es wartet darauf, dass jemand kommt und das Feld wirklich bestellt. Dazu mache ich jetzt noch einmal P, drücke F, also ich mache einen Stockpile, den setze ich direkt vor das Feld, ist auch nicht sonderlich groß. Jetzt drücke ich Q, um die Option von dem Feld zu haben, drücke S für Settings und gehe hier drauf. Normalerweise würde jetzt alles mögliche an Essen auf dieses Feld deponiert werden, aber ich blockiere jetzt alles mit B. Zack, ist jetzt alles schwarz, das heißt, es wird nichts raufgepackt auf dieses Feld. Ich scroll runter auf Seeds, also auf Samen, und drücke nur bei Plump Helmet Spawn Enter. Das heißt, das Einzige, was in diesen Stockpile rein darf, sind Plump Helmet Spawns. Und wie ihr euch schon denken könnt, in dem Feld werde ich dann später die Plump Helmet Spawns selber ansehen. Das heißt, die Zwerge, die für das Feld zuständig sind, müssen dann nicht jedes Mal nach ganz unten laufen, die Samen holen, hier hochlaufen und so weiter. Sondern die können einfach in den Stockpile nebenan gehen und das dann da alles immer abholen. Das ist dann wesentlich effektiver. Und Effektivität ist eines der wichtigsten Punkte hier in dem Fort. Also in dem Dwarf Fortress Spiel an sich. So, wir sind aber schon wieder bei 18 Minuten. Das heißt, es gibt erstmal wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.